Guten Tag. Nikolaus, Hirtenspiele, das Martinsfest und auch der Osterhase. Über diese Bräuche in den städtischen Kindergärten diskutiert derzeit der Salzburger Gemeinderat. Denn durch den Begriff religiöse Erziehung könnten damit die religiösen Feste gestrichen werden und somit auch der Osterhase. Die ÖVP der Stadt Salzburg befürchtet bereits, dass der Trend, religiöse Feste unreligiös zu feiern, sogar rechtlich festgeschrieben werden soll. Allem voran die Salzburger ÖVP-Sozialsprecherin Marlene Wörndl. Ich sehe es gefährdet insofern, dass wenn man dann einfach in einer Satzung diesen Absatz rausnimmt, religiöse Erziehung, und dann ergänzt durch flapsigere Ausdrücke wie Wertevermittlung oder was dann halt auch kommt. Deswegen haben wir es zurück zum Amt geschickt, den Amtsbericht, damit das Amt eine neue Formulierung formuliert bzw. alternierende Formulierungen zur Abstimmung vorlegt. Ihr Vorwurf, die christlichen Feste komplett aus den Kindergärten verbannen zu wollen, trifft vor allem die NEOS und die Bürgerliste. Beide Parteien kontern jetzt. Der Bürgerlistenpolitiker Bernhard Karl erklärt: Ich habe nichts in diese Richtung gesagt, auch im Ausschuss nicht. Ich glaube, sie hat sich das aus den Fingern gesogen, offensichtlich, weil sie wieder mal in der Öffentlichkeit stehen wollte. Es kann sonst für mich keine Erklärung geben. Ich habe nichts in dem Sinne gesagt, den sie verstanden hat. Laut Karl soll weder der Nikolaus noch der Osterhase aus dem Kindergarten verbannt werden. Absoluter Humbug. Hier wird eine Sache herbeigeredet, die überhaupt nicht zur Debatte steht. Natürlich können in Kindergärten auch in Zukunft noch Martinsfeste und Nikolaus gefeiert werden. Von der Abschaffung kann überhaupt keine Rede sein. Da ging es um eine Begriffsänderung und nur darum ging es, wie jetzt da sowas herausgezaubert wird. Offensichtlich ist der ÖVP langweilig und sie findet keine interessanteren Themen. Auch von den NEOS heißt es, dass sich die Partei bloß eine Reform der umstrittenen Satzung, jedoch nicht die Abschaffung der traditionellen Feste wünscht. Die Salzburger FPÖ fordert zudem eine genauere Formulierung, was religiöse Erziehung im Kindergarten sein soll. Den Abschnitt ganz zu entfernen, empfinden die Salzburger Blauen jedoch als falsch. Eine Entscheidung darüber soll kurz nach Ostern im nächsten Bildungsausschuss fallen. Der Osterhase dürfte also auch weiterhin durch die Salzburger Kindergärten hoppeln.